Hallo, ich bin der Edi, der Allgäu-Edi, und ich erkläre euch heute in einem Tutorial, wie ihr über geocaching.com eine Pocket Query erstellen könnt. Eine Pocket Query ist eine Sammlung mehrerer Geocache in einer einzigen Datei. Somit braucht ihr nicht mehr jeden einzelnen Cache separat auf euer GPS-Gerät zu übertragen. Grundvoraussetzung hierfür ist eine Premium-Mitgliedschaft. Ich vergrößere als erstes mal meinen Internet Explorer und ich zeige euch heute eine Möglichkeit, wie ihr so eine Pocket Query erstellen könnt. Wir geben als erstes oben in den Explorer www.geocaching.com ein und wir wechseln als erstes mal auf deutsche Sprache, weil wir machen ja ein deutsches Tutorial. Und melden uns an mit unserem Benutzernamen und dem Passwort und Enter sind wir auf unserer Startseite. Hier gehen wir dann über Spielen, Geocache-Karte aufrufen, in den Bereich, den wir als Pocket Query schlussendlich haben möchten. Ich wähle mal diesen Bereich hier aus, weil das möchte ich mir vielleicht, diese Cache möchte ich später auf meinem GPS-Gerät haben. Nachher muss ich einen Radius eingeben, deshalb schaue ich jetzt links unten. Da steht eine Angabe, eine Maßangabe, in meinem Fall 1 Kilometer. Und ich schaue mal, was wäre das für ein Radius, der alle meine Cache einschließt. Ich nehme einen in der Mitte. Das wären jetzt in meinem Fall 2 Kilometer. Ich klicke auf den Cache und merke mir den Geocache-Code. Entweder schreibe ich ihn auf oder ich markiere den ganz gern. Und mit Steuerung oder Ctrl C ist das Ding in die Zwischenablage kopiert, alternativ Rechtsklick kopieren. Und dann wechseln wir auf unser Profil. Hier sehen wir auf der rechten Seite die Premium-Funktionen und Pocket Queries verwalten. Draufgeklickt. Und schon sind wir auf den Pocket Queries. Wir erstellen eine neue Pocket Query. Hier ist es jetzt so, wir können einen, also es öffnet sich ein neuer Reiter hier oben und wir vergeben hier mal einen Namen für die Pocket Query. Ich nenne das mal heutige Runde. Gleich am Anfang können wir mal den heutigen Tag auswählen, weil heute Sonntag ist, wähle ich das mal aus und sage in dem Fall, ich möchte das Ding nur einmal erstellen und dann soll man das Teil löschen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so viele Caches sind und trage hier mal 100 ein. Weil wir haben es ja vorhin gesehen, so viele waren es nicht. So, hier können wir die Cache-Typen auswählen. Es steht jetzt mal auf alle. Man kann hier zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel nur traditionelle möchte, anhäkeln und es springt automatisch auf gewählte Typen. Wenn ihr wieder zurückgeht, bleiben die traditionellen an, aber es gibt nicht nur die traditionellen aus. Dazu muss zwingend dieser Cache-Typ-Button angehäkelt sein. Ich nehme mal alle. Dann können wir alle Behälter, das lasse ich mal. Alle Behältergrößen. Und hier klicke ich dann die, die ich nicht gefunden habe, soll er mir ausgeben. Hier könnte auch noch andere Sachen anhaken, je nachdem. Unten weiter runter können wir jetzt noch die Schwierigkeit und das Gelände, gleich oder größer. Ich lasse das mal so, er soll mir alles anzeigen, was es gibt. Dann kann man hier eine Länderauswahl treffen.
Die funktioniert in Deutschland nicht, die funktioniert nur in den USA. Also ignorieren. Jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt. Hier kommen die Daten aus unserer Zwischenablage ins Spiel. Ich gehe mal auf den Geocache-Code und gebe hier mit Steuerung V oder Rechtsklick einfügen unseren Geocache-Code ein. Postleitzahl funktioniert nicht in Deutschland, nur in USA. Koordinaten könnt ihr noch eingeben, verschiedene, wenn ihr wollt. Und dann hier den Radius. Ich nehme mal 2 Kilometer. Dann könnten wir hier noch versteckt, wann das Ding versteckt worden ist und so weiter auswählen. Und hier unten kommen wir jetzt in diesen Bereich über die Attribute. Hier könnten wir Attribute einschließen. Oder ausschließen. Also wenn jemand zum Beispiel kein Krabbelfiecherzeug möchte, dann kann er hier das Zeckensymbol anmachen und die Schlangen. Und schon hat er die ausgeschlossen. Oder wenn man eine Taschenlampe bräuchte oder dergleichen. Jetzt wird das an die eigene E-Mail-Adresse gesendet. Also man bekommt eine E-Mail von geocaching.com. Wir haken hier unten einmal an, dass der Name im Dateinamen auftauchen soll. Und zwar dieser Name, den wir hier oben eingegeben haben. Der wird dann auch in der Pocket Query Datei erscheinen. Information senden. Jetzt heißt es hier, danke, deine Pocket Query wurde gespeichert und enthält 53 Cache und du kannst dir eine Vorschau davon hier ansehen. Wir klicken mal und sehen hier schon die Cache aufgelistet, die in unserer Datei nun enthalten sind. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die anzuschauen. Wir wechseln wieder auf unsere Pocket Query und hier kann man jetzt über das Kartensymbol mit einem Klick darauf können wir in einem Kartenvorschaufenster die von uns erzeugten Cache in unserer Datei anschauen. Wir gehen zurück und sehen hier auf dem Reiter Pocket Queries bereit zum Herunterladen unsere Datei heutige Runde. Einmal drauf geklickt und schon wird sie heruntergeladen. Ich gehe mal drauf in Ordner Anzeigen bei mir und ich sehe hier die erstellte ZIP-Datei. Die wird jetzt von mir empackt mit einem beliebigen Programm, also 7-Zip oder WinRAR. Oder ein anderes, was ihr habt. Ich klicke drauf und sage, entpacken in einen Ordner, der genauso heißt wie die Datei. Dann wird ein neuer Ordner erstellt. Hier oben heutige Runde. Diese enthält 2 Dateien, eine Wegpunktdatei und eine Cache-Beschreibung. Die beiden werde ich markieren und kopieren. Und ich habe mein GPS-Gerät schon angesteckt und deshalb habe ich hier 2 Verzeichnisse. Einmal Garmin Oregon Verzeichnis und einmal die Speicherkarte, die in meinem Gerät drin ist. Hier gehe ich drauf, weil ich das gerne auf der Speicherkarte haben möchte. Gehe auf Garmin, den Unterordner und hier gibt es einen Ordner GPX. Den wählen wir an. Den gibt es auch auf dem Gerät selber, in dem Verzeichnis. Ich sage hier mal einfügen und schon ist jetzt, wenn wir auf die GPX-Ordner gehen, diese 2 Dateien erscheinen hier zwischen meinen anderen. Wir schließen mal dieses Fenster. Und ich zeige euch jetzt mal in einem weiteren Schritt, dass die Daten auch auf dem GPS-Gerät vorhanden sind. Dazu werde ich jetzt mal mein GPS-Gerät vom PC trennen. Und wir sehen uns gleich einmal an,
wie das Ganze ausschaut. Ich schalte mal mein Gerät ein. Dauert einen Moment. Dann gehen wir auf dem Startbildschirm auf Karte. Ich zoome gleich mal einen größeren Ausschnitt her. Verschiebe den dann mal in die Richtung, wo meine Caches sind. Und wir sehen, hier sind jetzt alle von uns ausgewählten Cache auf unserem GPS-Gerät, genau wie vorher in der Kartenvorschau. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder abonniert mich. Ihr dürft mir auch gerne, wenn ihr Wünsche zu anderen Tutorials habt, das in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche euch weiter viel Spaß beim Geocachen. Euer Allgäu-Eddie.